Hi, hier ist Robin vom Laufmaus-Team. Heute erläutere ich euch, welche sichtbaren Veränderungen mit der Nutzung der Laufmaus einhergehen. Grundsätzlich, einmal in der richtigen Position angefangen, löst die Laufmaus eine wahre Kettenreaktion im Körper aus. Diese sichtbaren Veränderungen möchte ich euch heute einmal zusammenfassen. Zuallererst, in dieser bestimmten pistolenartigen Form, dreht die Laufmaus durch bestimmte Stellreflexe, die angesprochen werden, den Handrücken nach außen. Das führt dazu, dass die Elle und Speiche von einer sich überschlagenen Position in eine Parallelstellung befördert werden, was wiederum die Durchblutung im gesamten Unterarm fördert und damit auch die Durchblutung im gesamten Körper. Im nächsten Schritt befördert die Laufmaus eure Schultern nach hinten unten, was dazu führt, dass sich der gesamte Brustkorb öffnet und auch das Zwerchfell, was maßgeblich für die gesamte Atmung zuständig ist, entlastet. Die darunterliegenden Organe haben so mehr Platz zum Arbeiten. Unter Belastung macht sich das ganz besonders bemerkbar. Im weiteren Verlauf führt die besondere aufrechte Haltung der Laufmaus dazu, dass die Nackenmuskulatur ziemlich entspannt ist, selbst unter Belastung, und der Kopf eine eher neutrale Position einnimmt. So könnt ihr während des Laufs spüren, wie ihr nach vorne schreitet, ohne den Kopf zu verkrampfen und den Schwerpunkt möglichst nah am Körper zu halten. Insgesamt optimiert die Laufmaus eure gesamte Körperhaltung und führt zu einem aufrechten Gangbild und Bewegungsmuster und optimiert so euer Laufen. Viel Spaß mit der Laufmaus! Thank you.